Es wird Zeit, das Ganze zu beenden. Final Fight gegen König Dedede hier in Kirby's Dreamland 3. Und da wartet er auch schon auf uns. Bin vorbereitet. Aua! Er scheinbar auch. Aber warum hat er so einen komischen Blick? Wollen wir jetzt wieder einsaugen? Ja, King Dedede, den kennen wir ja schon. Der ist in so ziemlich jedem Kirby-Spiel vertreten. Und meistens ist er eigentlich ganz okay. Aber in diesem Spiel scheint er uns wohl Ärger machen zu wollen. Verdammt! Ich habe meine Ability verloren. Kriegst du wieder? Ja, kriegst du wieder. Okay. Vielleicht noch mal ein bisschen Damage machen. Und was zum Teufel geht jetzt? Ich habe ihn besiegt, aber er lebt wieder. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er wach ist, Leute. Oh. Oh, was zum Teufel? Okay, das ist echt gruselig für ein Spiel für Kinder. Oh Gott, das ist ja wirklich gruselig. Also, ich hätte einen Albtraum bekommen von dem, wenn ich das als kleines Kind gespielt hätte. Nein, meine Ability ist weg. Verdammt. Ich habe auch noch ein Leben. Also, ich muss jetzt aufpassen, dass ich jetzt noch nicht sterbe. Der Boss ist zwar eigentlich nicht wirklich schwer, weil es ist King Dedede, den kennt man halt. Aber das hier, was er jetzt gerade macht, ist neu. Und ich weiß nicht, wie ich bei ihm. Aber wahrscheinlich die Dinger, oder? Ja, die Dinger kann ich gegen ihn schmeißen, wenn ich es schaffen würde. Nee, ach so. Okay, vielleicht muss ich eins behalten. Muss ich jetzt den ganzen Kampf? Ja, okay. Dann machen wir den ganzen Kampf einfach mal so, um zu zeigen, wie er funktionieren würde. Normalerweise dasht er auf einen zu mit einem Hammer. Und auf einmal ist das Sternwerk, okay. Okay, interessant, wie es einfach nicht funktioniert. Na, was macht er? Jetzt macht er das, genau. Dann kann man den so kontern. Unten ausweichen. Zack. Also das meiste, was er hier macht, macht er eigentlich auch schon in allen anderen Kirby-Spielen. So ziemlich. So, zack. Na, wie gesagt, das ist normaler King Dedede-Stuff. Wenn man es einmal gemacht hat, sind die nächsten Male nicht mehr wirklich so schwer. Ganz ehrlich. Ach. Aber das ist blöd. Manchmal kann ich nicht erkennen, was für eine Attacke er einsetzen möchte. Okay, aber ja, das war jetzt. Das habe ich jetzt schon gedacht, dass er wieder saugen möchte. Okay, jetzt springt er wieder. Da kann man ja theoretisch auch zweimal treffen, wenn man krass genug ist dafür. Das bin ich in dem Fall nicht. Keine Ahnung, wie mich das jetzt noch getroffen hat. Aber hat es scheinbar. Und jetzt. Nein! Verdammt, ich stelle mich echt richtig schlecht an bei dem Kampf, ne? Normalerweise ist das viel einfacher. So, genau, jetzt kommt wieder das. Wolltest du einmal gezeigt haben, wenn ich jetzt nochmal sterben sollte, skippe ich das. So. Hier muss man einfach nur warten, bis er seine dunkle Materie da rausschickt. Aber warum hat er überhaupt das, was in GUI, sag ich mal, steckt? Diese dunkle Materie. Wieso hat er das überhaupt? Ich dachte, wir hätten im zweiten Teil dieses Dark Matter besiegt mit Nightmare. Ich dachte, wir hätten das abgeschlossen. Und doch sieht man das ganze Spiel über mehr und mehr von diesen Viechern auftauchen. Wie als wären sie noch gar nicht wirklich erloschen worden von uns. Aber ich dachte, darum geht es doch in Kirby's Dream Land 2. Komm her, komm her, komm her. Bitte triff. Ach doch, come on. Manchmal ist es aber echt lächerlich, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Nicht mal die Hälfte weg. Aber lässt mir eine gute Chance zumindest. Bam! Okay, aber er hat die Hälfte seiner Leben weg. Ah, oh, ich muss es machen, sonst hätte ich mich jetzt treffen lassen. Sonst wäre ich jetzt getroffen. Wie lange macht er bitte seine Pac-Man-Attacke? Auf mit deinem Waka Waka. Will ich hier nicht sehen. Verstanden. Okay. Eins gegen zwei. Mehr oder weniger zumindest. Nein. Oh oh. Oh oh. Auf. Uff. Wie oft macht er bitte diese Attacke? Okay, wieder zurück in der dunklen Materie. Ich muss hier wirklich noch lernen, wie diese Taktik funktioniert, wie diese. Ja, was hier die beste Taktik am besten wäre, genau.
Das hat... Das kannst du mir nicht... Kannst du nicht sagen, dass das nicht getroffen hat. Ah, okay. Klar, ja. Den ersten einsammeln, gegen den zweiten schießen, den dritten behalten und gegen Kinderlitty schießen. Das ist eine Taktik, die ich machen kann. Also aber der Pack einfach genervt. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, wie gesagt, diese Phase finde ich mega gruselig. Ehrlich, ich finde die wirklich einfach gruselig. Vor allem als Kind hätte ich sie gruselig gefunden. Aber ich habe das Spiel früher nicht gespielt als Kind. Was sicherlich die meisten von uns, von euch sicherlich schon wissen, aber was trotzdem mal gesagt haben. Dass ich hier zum ersten Mal blind mit euch spiele. Naja, okay, was heißt blind? Ich weiß ein bisschen was über das Spiel, damit ich euch ein bisschen was Interessantes erzählen kann, aber ich habe sie wirklich gespielt, ne? Ich habe mir nur ein bisschen was angeschaut immer. Und leider konnte ich da jetzt nichts anderes machen. Ich musste mich da leider treffen lassen. Aber bitte sagt mir, ich hätte auch eine dritte geheime Phase oder sowas. Oh, Brudi, das ist immer der gleiche Kampf, das ist immer das gleiche. So, ich hab's doch jetzt verstanden. Ich hab's doch jetzt eigentlich geschafft. So. Da ist jetzt einfach für mich keine wirklich riesige Challenge mehr drin. Einfach nur, hab Glück, dass du ihn triffst. Richtigen Timing. Naja, was soll's. Ich will auf jeden Fall wissen, wer ihm das angetan hat. Wer hat ihm mit ein Auge in seinen Bauch reingepackt? Als ob ich da... Ich muss Antworten erhalten. Wichtig. Einmal noch, einmal noch. Nur noch ein Leben. Ich habe noch zwei. Das werde ich schaffen. Jetzt sind die Seiten umgekehrt. Hör auf mit deiner blöden Pac-Man-Attacke. Es reicht jetzt. Komm. Zeig mir dein blödes Auge nochmal. Genau das. So. Und tschüss. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt aber! Und der fliegt wieder auf den Boden. So, und mit der Hilfe all der gesammelter Güte können wir DDD helfen. Und das Ganze, ja, diesen ganzen Eisberg hier frei machen von deiner ganzen dunklen Materie, vom ganzen Böse, was hier lauert. Und dann können wir direkt mal abtanzen, ne? Naja, keine Zeit dafür. Wir müssen erstmal DDD helfen, dass es ihm wieder besser geht. So, und wie gesagt, nur weil wir alle von diesen ganzen Herzenkristallen, was auch immer das sind, die ganzen Herzsterne eingesammelt haben, kommen wir nun in Level 6 rein. Der richtige Secret Final Boss. Die Hyper Zone. Und all unsere Freunde helfen uns, sammeln noch mehr Güte ein. Und mit dieser ganzen Güte haben wir eine Zauberzepter oder so. Sowas wie Sailor Moon, keine Ahnung. Und nun kämpfen wir erneut gegen die dunkle Materie aus dem zweiten Teil. Er hat nicht genug. Wie funktioniert dieser Angriff? Ich verstehe es nicht. Aber es ist, glaube ich, so der ein super ähnlicher Kampf. Okay, ausweichen. Ah, verdammt! Ja, das erste Mal werde ich es nicht schaffen, weil ich verstehe den Angriff, vor allem den hier nicht. Und ich habe nur noch ein Leben, weil ich wurde nicht geheilt nach dem letzten Kampf, was ich persönlich ziemlich blöd finde, aber naja, gut. Was soll's? Ja, ist besser so. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich weiß übrigens nicht mehr, wie der Kampf hier funktionierte. Aber wir haben ein schönes Herz. Als Icon. Unsere Heart Ability. Und nein, hier kann man keine Partner mitbringen. Also, das wäre mir auch ein Rätsel, wie die man hier benutzen sollte. Wir machen auch nicht sehr viel Damage. Aber es sollte genug sein, um ihn richtig reinzuhauen. Und das war ein richtig geiles Spot gerade. Okay, einfach geradeaus. Einfach. Ich weiß nicht, wie er schießt damit, aber ich bleibe einfach geradeaus stehen. Sollte passen. Ich mache auf jeden Fall gut Damage. Und er nicht so gut. Ha! Was willst du jetzt? Gui, hilf uns! Und hier sieht man, dass Gui aus der gleichen Substanz besteht, auch aus dieser dunklen Materie. Er besteht auch daraus. Nur schießt er nicht wirklich viel.
Aber er hat die Kraft der Sterne, die Kirby normalerweise hat, wenn der Gegner besiegt. Aber in diesem Kampf hat Kirby nun mal das Herzzepter, womit er ihn jetzt down macht. Würde ich gerne sagen, wenn es endlich mal jetzt. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Das Ding ist vielleicht weg. Aber die größte Sorge ist er hier. Das ist so ziemlich das Mutterschiff des Ganzen. Sein Name? Zero. Also Null. Und von ihm, ihr seht schon, von ihm kommen die ganzen Dinger. Das war nur sein zweiter Sohn, ja, der zwei Söhne. Und das war der eine aus Kampfstunden 2 und das gerade. Und er, jetzt will sich die Mutter hier rächen. Oder zumindest Zero will sich rächen. Was zum Teufel, er blutet! Sieht aus wie ein Auge, der blutet. Ja, leider ein zweiter Game Over. Das ist leider passiert. Und wir haben noch nicht 100%. Aber dazu komme ich noch. Dazu komme ich später noch. So, jetzt müssen wir den Kampf nochmal erneut machen. Aber ich skippe euch das erste hier. Und er ist jeden Moment down. Yes. Okay, erneut gekillt. Ich lasse mal Gui erstmal raus aus dem Spiel. Wie das aussieht, wie Kirby das trägt. Denn wir müssen alle Leben haben, die wir hier bekommen können. Denn ich bin nicht gut in dem Spiel und man kann ihn auch nur am Auge treffen, ist mir gerade aufgefallen. Auch bei dem anderen Ding. Bei der anderen dunklen Materie. Und das hier ist eigentlich das, was man in der Cutscene gesehen hat. Weil man dachte, weil es so schattiert war, hätte man wahrscheinlich denken können, es wäre das gleiche wie aus Kirby's Dream Land 2. Aber nein. Das hier ist die Wurzel allen Übels. Hier von Zero kommen, wie gesagt, die ganzen Kinder, die ganze dunkle Materie raus. Und Gui ist einer davon, aber wie gesagt, er ist halt ein Netter. Eine Fehlgeburt scheinbar. Naja, hilft uns. Also, jetzt nicht vielleicht in diesem Spiel, manche Spiele ist er besser, aber generell, die Idee dahinter ist, dass er uns hilft. Ja, und das wollen wir schätzen. Was ich nicht so gerne schätze, ist, neuen Game Over. Zumindest halt den ganzen Kampf nochmal neu machen, das schätze ich nicht so sehr. Und das ist super böse. Kirby. Verdammt. Wir haben ihn fast. Nein, aber er hat fast uns. Wo ist er? Wo ist zum Teufel? Okay. Na komm. Das kann doch nicht sein. Nein. Ich sterbe, Leute. Er will einfach nicht sterben. Er will einfach nicht sterben. Er will einfach nicht sterben. Hä? Das kannst du nicht erzählen. Aber... Oh, come on. Die beste Taktik hier bei dem kleinen Ding ist wirklich einfach, nah an ihm dran zu sein, immer ausweichen und immer, wenn er schießt, hinter ihm zu stehen und die ganze Zeit so eine reinzuhauen. Denn das hat eine gute Range, das Ding. Und von daher, naja, ein Versuch gegen Zero, diesmal mit Full Health. Denn jetzt habe ich den, sein Kind habe ich jetzt drauf. Aber das habe ich überhaupt nicht drauf. Wenn das so auf mich zufliegt. Das kann ich überhaupt nicht haben. So, hier versuchen auszuweichen. Die Dinger haben leider Aimbot, aber muss ich halt mit klarkommen. Aber wirklich die Bosskämpfe bei Kirby, das sind wirklich so Kämpfe, die verkackst du ein paar Mal. Und dann lernst du immer mehr und mehr dazu. Nur für den Let's Plays ist es ein bisschen blöd. Denn man möchte ja cool wirken und alles in einem schaffen, aber... Was soll's? Ich habe euch ja von Anfang an gesagt, dass ich nicht ein Pro bin in Kirby-Spielen. Wenn die Spiele eher für Kinder gehalten sind. Es ist schwierige alte Spiele. Ja, alte Spiele sind ein bisschen anders, genau. Schiebe ich darauf. Es ist ein altes Spiel. Das ist nur irgendwas. Habe ich irgendwann am Anfang gesagt. Irgendwann erste Folge, glaube ich. Wenn es rauskam. Wie auch immer. Wir haben uns sehr gut geschlagen bei diesem Kampf. Man merkt, er hat nicht so viele verschiedene Attacken. Deshalb ist das einfach, sich das zu merken nach einer Zeit. Nur beim ersten Mal ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber nun haben wir dich, Zero. Gib auf! Es ist vorbei! Er hört nicht. Verdammt, es ist vorbei! Das stimmt nicht. Das reicht jetzt. Oh, es war wirklich ein Auge. Und die Pupille fliegt raus. Es ist richtig blutig. Der Samen kommt aus dem Ei raus. Das Ding bist du, Zero? Ohne Schale siehst du so aus. Oh Gott, das ist einfach Blut. Wie wurde das als Kind
wenn das als Kind sieht, das ist doch voll gruselig. So ein blutiges Auge und sein Angreifer. Verdammt, was soll das? Das reicht jetzt. Gib auf. Du hast versagt. Akzeptiere es. Hat Gui überhaupt geholfen, außer halt wild rumher zu schießen in die falsche Richtung? Naja, wie auch immer. Zero ist besiegt worden. Und das ganze Dunkle, die ganze Dunkelheit, die ganze dunkle Materie, außer Gui, zerstört, verjagt. Alles wieder friedlich. Und so endet die Kirby's Dream Land Trilogy. Ja, Freunde, das war Kirby 3, wie es da oben steht. Auch wenn Kirby's Adventure nicht dazu zählt. Das ist nämlich so ein eigenes Spiel, wo es auch um was ganz anderes ging. Aber ja, in den Kirby's Dream Land Spielen, zumindest 2 und 3, eins nicht wirklich, eins geht es darum, dass King Dedede gierig war nach Essen. Dream Land 2 ging es um die dunkle Materie und Dream Land 3 ging es um die Wurzeln der dunklen Materie. Ja, mein Fazit zum Spiel. Ich finde das Spiel richtig süß. Ich finde das Spiel cool. Ich fand den Bosskampf auch jetzt auch richtig cool tatsächlich, auch wenn ich jetzt ein paar Versuche gebraucht habe. Das hat mich nicht wirklich gestört, weil der Kampf war einfach cool. Ich fand die neuen Buddies ziemlich cool, also Nago, Peach und Chuchu. Ich glaube, von den neuen mag ich entweder Chuchu oder Nago am meisten. Peach ist okay, aber weiß ich nicht, ich finde die anderen einfach ein bisschen besser. Ja, Ado. Solltet ihr euch merken, Adeline wird in späteren Kirby-Spielen wieder erscheinen. Ich glaube, generell finde ich keinen von allen Buddies am besten. Da ist er auch schon, wenn ich schon darüber rede, den Fisch. Keine, ich finde die Abilities mit ihm einfach super. Sein einziges Manko ist natürlich halt, dass er keine Mobilität hat, dass er sich nicht gut bewegen kann. Ah ja, Nago ist toll. Nago ist toll. Ich mag die Katze. Weil der man nie weiß, ob es Beine hat oder nicht. Ja, es hat Beine. Es hat kleine Füßelein. Ganz klein. Ja, kann ich das Spiel empfehlen? Wenn ihr das genauso wie ich über die Nintendo Switch Online spielt, ja, spielt es. Ich kann es wirklich empfehlen, falls ihr Fan seid von Kirby. Oh, süßes Bild. Ich mag Chuchu vom Aussehen, ja. Falls ihr Fan seid von Kirby oder halt zumindest so von Jump'n'Runs, kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ihr müsst die anderen Teile, also Kirby's Dream Land 1, 2, was weiß ich noch für andere Spiele sind von Kirby, müsst ihr alle nicht unbedingt gespielt haben, um das hier zu spielen. Nicht unbedingt, nee. Müsst ihr nicht unbedingt. Ja, das ist aber lange nicht das letzte Kirby-Spiel, was wir hier gespielt haben. Es gibt noch weitere. Das hier schreibt nur das Ende der Trilogy. Kirby's Adventure habe ich übrigens auch schon let's played. Das könnt ihr euch auch noch anschauen. Gui ist ein bisschen enttäuschend. Gui, also im zweiten Teil war er nur für ein One-Up da. Und hier war er als Secondary Character neben Kirby. RIP Iwata übrigens. Süß, die ganzen Freundinnen von denen und Freund. Sehr cute. Was wollte ich jetzt sagen? Hier sieht man Rob. Aber Metroid sieht man hier nicht und Samus auch nicht. Ja, auf jeden Fall ein schönes Spiel. Gui ist ein bisschen enttäuschend. Aber hey! Vielleicht wird er in einem späteren Kirby-Spiel wieder viel nützlicher. Und wir haben Planet Popstar gerettet. Vom ganzen Bösen. Auch keine Albträume mehr. Nichts. Alles ganz nett. Und genauso würde ich mich auch fühlen, wenn ihr ein Like und ein Sub da lassen könntet. Wie Ardo es schon geschrieben hat. Das ist die End von Kirby's Dream Land 3. Doch, halt, Moment mal ganz kurz. Was sollen denn die 100%? Wo sind die denn hin? Die zeige ich euch. Entweder jetzt oder ich mache halt keine Bonus-Episode. Das weiß ich jetzt nicht. Entweder hier ist jetzt ein Outro, ein Ending. Oder... Es geht weiter.